Sind die Kinder weg? Ja. Jetzt kommt Fernsehen für Erwachsene. Mit diesem Gerät hier für alle Baumarktfreunde habe ich mir einen Traum erfüllt. Und dieses Gerät spielt auch eine wichtige Rolle in dem nächsten Film aus der Rubrik Die haben's verdient. Film ab! Verstehen Sie Spaß, ist heute zu Gast im Bayerischen Wald in Bodenmais in einem wunderschönen Hotel. Und neben mir sitzt der Hotelbesitzer Matthias Schweikel, der hat uns geschrieben. Und es geht um zwei deiner Stammgäste. Was haben die denn verbrochen? Ja, eigentlich nichts Schlimmes. Die beiden machen jahrelang schon Urlaub bei uns. Und irgendwann kam ein Versprechen der beiden, nur noch bei mir Urlaub zu machen. Nimmt man auch sehr ernst, als wird. Klar. Und schlimmer war es, als ich die beiden dann sehen musste in einem Werbefilm für die Dominikanische Republik nachts. Beim Fernsehen. Das ist eine Unverschämtheit. Boah, Frechheit. Ich habe gleich am nächsten Tag angerufen bei den beiden, mich gemeldet, ausgegeben als Fernsehteam und die beiden eingeladen, hier für den Bayerischen Wald einen Dreh zu machen. Haben die angebissen? Die haben sofort angebissen. Die haben mir gleich unser Hotel empfohlen, hat funktioniert. Mhm. Und jetzt wird es halt eng. Jetzt habe ich irgendein Team gebraucht, die uns dabei hilft und habe dann bei Verstehen Sie Spaß angefragt. Kameras haben wir, da können wir dir helfen. Boah, das wäre super. Wir haben irgendwo noch mit Umbau- oder Renovierungsarbeiten, da könnt ihr gerne alles machen, was ihr wollt. Du übergibst mir das Hotel? Ja. Das klingt doch hervorragend. Gut, dann werde ich die beiden anrufen, mich als Produktionsteam ausgeben und sagen, dass die Dreharbeiten bei dir im Hotel klar gehen, aber ich dich schon überreden musste und das nur klappt, weil ihr so gut befreundet seid. Das ist super. Ja? Dann freuen wir uns auf ein ganz besonderes Reisemagazin der anderen Art. Aller verstehen Sie Spaß. Im schönen Bayerischen Wald in Bodenmais steht das Hotel, der Bergknappenhof. Hier wird gedreht. Und das sind unsere Hauptdarsteller. Matthias Schweikel, der spielt den ahnungslosen Hotelier. Willi Streit ist ein korrupter Regisseur. Olli mimt den rücksichtslosen Requisiteur. Monique und Ralf Kleinbeck sind die beiden, die ganz stolz drauf sind, ihr Lieblingshotel ins Fernsehen bringen zu können. Das Team ist da, die Vorbereitungen laufen. Die zwei werden noch kurz verkabelt und los geht's mit den Dreharbeiten. Szene 1, die Ankunft. Hallo Frau Kleinbeck, grüß Gott. Hi. Wieder im Lande? Ja. Ach, das freut mich. Gute Anreise gehabt. Ja, sehr gut, danke schön. Okay, super. Der Dreh läuft prächtig. Noch ist ja nichts passiert. Aber jetzt soll ein kleiner Sektempfang gefilmt werden. Braucht das? Ich hab die Alte noch. Das ist okay. Nee, aber wir haben. Ja, da haben wir ja Glück gehabt, hä? Ja, Olli, jetzt passt doch mal. Verdammte Scheiße. Aber gute Qualität. Wir haben nur stabile Sound. Können wir ja auskommen. Ja, gute Qualität. Ein herzliches Grüß Gott. Die Gläser klingen, die Kamera läuft. Was die zwei nicht ahnen, für den Hotelchef wird der Dreh, den sie arrangiert haben, richtig teuer. Das gilt. Ja, nein, die kriegen wir das. Das war das Wichtigste letzte Woche. Das finanziell, oder? Ja. Okay, passt. Aber das reden wir später. Ja, okay. Ja, also, passt schon. Danke. Bis später, gell? Ja, ciao, tschüss. Die haben zu mir am Telefon gesagt, 6.000 Euro. Was? 6.000, die habe ich überwiesen. Psst. Und die anderen 4.000 ruft der letzte Woche an, die können jetzt nicht machen, weil sie mehr Leute brauchen. Ich soll noch mal 4.000 beim Dreh abgeben. Und dann habe ich jetzt 10.000. Das ist jetzt nicht dein Ernst? Doch. Ehrlich? Ja, das ist ja nur ein Suft zu ertragen, oder? Also da muss schon dann was dabei rausspringen. Nein, es muss Werbung sein. Wenn das vernünftig ist, dann ist okay. Aber ja, da müssen wir jetzt mal ein bisschen was für tun, oder? Der nächste Drehort kommt dem Regisseur etwas karg vor. Olli, da bräuchten wir irgendeine Farbe. Irgendwas Grünes da hinten, das ist doch ein bisschen fad. Dann besorge ich auf die Schnelle noch irgendein Grünzeug. Grünzeug, ja. Und das wir da hinten irgendwie drapieren. Als schöner Hintergrund. Gut. Ja, jetzt darf die Tür zumachen. Olli geht los und benimmt sich wie die Axt im Wald. Oder vielleicht besser, wie die Säge im Schwimmbad. Naja, scheißegal. Hauptsache grün. Oh, ja, aber für Whirlpool, ich weiß nicht. Ich habe jetzt ein bisschen was mitgenommen. Bisschen was. Du bist da gut. Aber groß genug? Ja, super. Umso mehr, umso besser. Oh, das hat genau die richtige Größe, denke ich mal. Habt ihr das alles dabei, oder was? Oder ist das nur geklaut? Das hat er geklaut wahrscheinlich vom Nachbarn. Das ist das Grünzeug, ja. Ja, der Olli ist da ein Talent, der treibt immer was auf. Der Chef des Hauses. Der Chef persönlich. Wo habt ihr das Ding jetzt her? Hallenbad habe ich es mal ganz kurz ausgeliehen, also runtergeschnitten. Ja, ihr seid schon ein bisschen narrisch, oder? Nein, ich habe es vorsichtig runtergeschnitten.
Das ist nicht ganz okay. Ihr könnt mir nicht das Haus zerlegen, da bei aller Liebe, wenn da Gäste, die wollen Wellness machen, ihr könnt nicht hergehen und ständig alles zerlegen oder kaputt machen oder umschmeißen, das geht nicht. Bei aller Liebe, ich meine, das ist schon okay. Ja, aber ich repariere es auch wieder. Da müsst ihr das zu mir sagen, ich meine, ich kann euch das auch geben, aber heute halt so nicht. Ja. Ihr seid Gäste und bitte nicht zu Hause hier, gell? Bei aller Liebe. Der nächste Drehort. Also, darin werden wir das Abendessen machen. Okay. Sie sitzen okay. da im Eck, schön romantisch, mit Kerzen, okay. Dekoration und natürlich was Gutes zum Essen. Okay. Und dann drehen wir darin. Okay. Also, viel Spaß. Bis später. Ciao. Also, es ist schon wirklich sehr schön hier, aber machen wir es noch ein bisschen heller, Olli. Okay. Ja, was haben Monique und Ralf da nur für ein Drehteam angeschleppt? Matthias Schweikel mimt Entsetzen. Ihr habt den ganzen Pfeiler rausgeschnitten, dann seid ihr verrückt worden oder was? Das geht mir wirklich auf die Nerven. Ich habe schon eine gewisse Ruhe in mir drin, aber irgendwann geht es nicht mehr. Kommt ruhig rein, das ist jetzt. Kommt's nein, das geht nicht mehr. Monique? Ja. Ich hab's gesehen. Also, hallo? Aber das geht ja gar nicht, oder? Naja, so aber Sie waren doch vorher dabei, es hat geheißen, bei diesem Tisch wird das gemacht, oder? Ja, aber das ist aber. Sie haben uns gesagt, dass es an dem Tisch gemacht genau, wird. Danke. Ja, genau. Ja, an diesem genau. Tisch, Sie aber, haben aber, uns das gesagt, aber an dem Tisch, wenn wir schön was romantisch eingedeckt. Aber ich weiß nicht, was das jetzt hier oben bedeutet. Aber Sie können ich verstehe ja nicht. Sie können doch nicht der, Tisch war, der Tisch war besprochen. Genau, das danke ist, schön. Aber hier dieses hier nicht. Da wissen wir gar nicht. Also, ja klar, hallo. Das ist eine technische Geschichte. Das ja, aber hallo, das muss doch aber das muss doch abgesprochen sein. Werden. Sie können doch nicht den... Ja, das ist ja abgesprochen. Also steht ja alles im Vertrag drin. Nein, das also, war nicht abgesprochen. Das hat geheißen, eine schöne romantische Ecke. Ich habe ihn doch da. Ob ihr irgendwelche kleine Veränderungen vornehmen dürft. Das war okay. Das ist keine kleine Veränderung, mein Lieber. Oder? Der hat mir gefallen. Wissen Sie, was das für Arbeit war jetzt? Das ist mir scheißegal. Komm, Olli. Komm, geh mal. Das geht doch gar nicht. Geh mal, da muss ich erst mal abbringen. Und da können wir einen Efeu drauf machen. Ja, machen einen Efeu drauf, genau. Also, ich denke mal, jetzt, es wurde was bestätigt, dann nicht noch im Recht fühlen, bitte. Also, das ist genau. Das ist so eine Frechheit, ich, also, oder? Die haben schon viel erlebt, aber sowas ist eine Frechheit. Also, das haben wir auch gesagt. Hallo? Na, ziehst du her zu mir? Mir ist schlecht. Brauch einen Schnaps. Und ich habe jetzt gesagt, ich breche jetzt hier gerade diesen Dreh ab, weil wir müssen nachher Abendessen. Ja, wie willst du das denn jetzt verkaufen, sag mal? Wie weiß das ich noch wollen nicht. Wir denn da machen? Und ist ja, es langsam peinlich? Ich also sowas von peinlich und Ich kann ja gar nicht mehr herkommen. Hallo? Scheiße. Ach, hätte ich das vorher, oh Gott, niemals hätte ich das gemacht. Nee. Niemals. So war das nie besprochen. Ich weiß ja nicht, wie die sonst drehen, aber. Das ist doch hier nicht das Filmstudio Babelsberg, ich was glaub, wir morgen wieder neu aufbauen können. Ich hole jetzt erstmal Blutwurz. Don't give me that. Das im Restaurant, das war schon richtig heftig. Aber jetzt kommen wir hier in der Suite zum erotischen Teil. Kleinen Moment, das dauert bloß ein bisschen. Ah, seid schon da? Seid schon da? Ja. Fertig? Kommt's raus, sitzt euch an. Ich räume gleich nochmal alles weg. Ja, wir räumen jetzt auf, dann machen wir hier die Interviews. Alles klar. Und okay. Wir bauen jetzt um. Okay. Olli, ja. Gehst du mit den beiden rüber in die andere Suite und richtest diese romantische Szene her. Also viele Kerzen. Okay. Also wirklich sehr viel Kerzen, sehr romantisch. Das ist jetzt nochmal diese Romantikszene. Alles klar. Ja? Das fürs Vorspiel. Alles ja? Okay. Geht sie mit? Also das läuft noch alles weg. Also, bis nachher. Hallo. Die nächsten. Ja, mal wieder. Also auch. Tschüss. Sagt es am Schweikel aber nichts davon. Das weiß er nicht, dass wir hier noch unseren Zusatzverdienst. In Porno, schaffen müssen, oder weil mit so einem Magazin kommt man heutzutage nicht mehr auf seine Kosten. Okay. Oh. Jetzt kommt er. Werden wir kontrolliert? Ja, nur mal schauen. Schade ja nicht. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Genau. Okay. Ich habe jetzt nur noch zwei Leute gesehen, die sind gerade raus hier. Was haben die noch gemacht bei euch? Ja, wir haben da noch ein bisschen was gedreht, ja. Was haben Sie gedreht? Den war da ein bisschen heiß, die haben sich gerade noch ein bisschen abgekühlt. Ich muss jetzt da eh mal rüber. Kommt's mit, Jungs. Das
das geht nicht. Ich muss schnell schauen, wo die jetzt hingegangen sind. Komm gleich wieder. Nein, das ist mir ohne Schmarrn. Das. Ich bin in 5 Minuten wieder da. Gleich. Was machen die da? Die haben da anscheinend irgendwas gedreht. Uh-uh. Eine kleine Erotikszene. Mit euch? Nein. Ist nicht wahr. Die haben hier einen handfesten Porno getrennt. Also ob es Porno war. Guck dir die Schuhe an, ja, was meinst du, was in den Tüchern drin ist? Ob es jetzt ein Porno ist oder ganz egal, es ist auf jeden Fall irgendwas Erotisches, ja. Was Erotisches getrennt wurde. Wolltet ihr bei dem Schmuddelfernsehen? Nein! Wir sind gerade erst gekommen. Kriegt ihr dann mehr Geld für Matthias, ohne Scheiß, das ist doch alles, was wir gar nicht wissen. Und dann sind wir hier reingekommen, ich sage, was ist denn hier los? Und dann sagt er, ja, das darf der Herr Schweigel jetzt aber nicht wissen, weil wir sind jetzt an der Produktion, da muss man sich was dazu verdienen, aber das darf der jetzt nicht wissen. Und dann sind die beiden da nackt aus der Dusche gekommen, haben sich einen Bademantel übergezogen. Und sind gegangen. Ich habe so gedacht, hallo, was ist denn jetzt los? Wir werden doch niemals sowas machen, wir würden doch wieder als Gäste hier kommen. Hallo? Aber ihr seid doch auch dabei. Nein! Die wollten jetzt mit uns Interview machen. Wieder zu dem anderen. Das ist völlig von dem anderen weg. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, wir sind was erzählt von schöne Landschaft und Natur und Hotelwerbung. Und parallel dazu wird der Porno gedreht. Versprichst du das? So. Matthias. Sag mal. Ey, sag mal. Jetzt reicht's aber. Ich mach doch nicht so eine Scheiße. Soll unser Vertrag zeigen, wenn unser Vertrag steht, da geht ganz klar Bayerischer Wald, Bodenmais, Bergnapperhof drin. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn ich brech's jetzt ab, ist das okay für ja. euch? Für uns, ja. Mach das bitte mit dem Herrn Streit aus. Ich glaub's euch jetzt einfach mal. Nee, du musst es uns glauben. Es ist wirklich so. Ehrlich, ohne Scheiß, was jetzt. Aber egal, was bislang passiert ist, die Verabschiedung muss auf jeden Fall gedreht werden. Noch einmal gute Miene zum bösen Spiel machen. Und das ist noch lange nicht zu Ende. Ich bedanke mich bei euch. Vielen herzlichen Dank. Bleibt mal recht gesund. Bis zum nächsten Mal. Kommt bald mal wieder. Lasst mich drücken, liebe Monique. Ade, ciao. Alles Gute für uns. Danke vielmals für alles. Schöne Grüße an alle. Hallo, meine Kerze. Meine Kerze. Mein bester Freund. Soll ich auch nicht, der Prinz? Der Prinz. Hebe den Hut um. Na? Die Kerzen, Wahnsinn. Wir kommen nicht mehr durch. Das sind meine Kerzen. Ich habe ja da die. Rufen. Ja, dann bleibt das Alarm läuft schon, da kommt sicher die Polizei gleich. Wir haben vergessen, die Kerzen aus. Die verstehe ich auch nicht. Das war's jetzt. Ist das blöd? Also. Machst du bitte die Kamera aus? Bleib's einfach. Machst du jetzt bitte die Kamera aus? Mir bitte den Gefallen, mach die Kamera aus. Jetzt. Ich lasse ein bisschen den Vertrag zeigen und von denen jetzt weiter drüber. Wir werden uns gleich den Vertrag anschauen. Den Vertrag von denen da. Ich möchte euren Vertrag bitte schön auch, den wir hier machen. Ja, euren. Hier ist euer Vertrag. Wo ist euer Vertrag? Oh nein. Bleib da jetzt, bleib damit. Das ist deiner, den du auch hast. Wir Hände, wir Hände. Ich wusste es. Bleib jetzt!